Grüß Gott und herzlich willkommen zu Anastasia, Botschaft aus der neuen Welt, künstliche Magie und die geniale Einfachheit der rätselhaften Unglaublichkeit. Wir befinden uns ja inmitten des großen Erwachens und viele Menschen schlafen natürlich immer noch und viele werden sich auch bis ganz zum Ende weigern, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen. Und diese Menschen werden dann mit dem Schiff zusammen untergehen, weil sie es nicht geschafft haben, vorher das Schiff zu verlassen. Und spätestens dann, wenn sie sich dann im kalten Wasser wiederfinden, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Dann werden sie entweder anfangen, hysterisch rumzuzappeln und untergehen. Oder sie fangen plötzlich an, schwimmen zu lernen. Und wenn diese Menschen dann im kalten Wasser schwimmen lernen, dann sind wir da und können die Hand ausstrecken und ihnen behilflich sein, wieder Land zu gewinnen. Also jeder hat seinen eigenen Zeitplan und nur weil wir jetzt schon ein paar Jahre früher aufgewacht sind, brauchen wir ja deswegen nicht die anderen Menschen bewerten und verurteilen dafür, dass sie einfach einen anderen Zeitplan haben und eben etwas später aufwachen. Es wird ganz wichtig sein, dass wir dann diesen Leuten dann eine Hand reichen können und ihnen behilflich sein können, wenn sie es denn wollen. Denn jeder wird durch die verschiedenen Phasen des Erwachens gehen und die diese Phasen eben schon durchgemacht haben, können dann die anderen ein bisschen begleiten. Und diese drei Phasen des Erwachens oder die drei Fragen des Erwachens. Also die drei Fragen des Erwachens sind erstmal das Was. Ja, also wenn die Leute plötzlich im eiskalten Wasser sind, dann werden sie erstmal sich fragen, was ist hier los? Was ist hier los? Und dann, wenn sie diese Frage sich dann auch beantworten wollen, dann werden sie herausfinden, dass sie eben ihr Leben lang belogen, betrogen, beraubt und noch vieles mehr wurden und dass diese ganze Welt, in der sie gelebt haben, die aus Geld verdienen und Geld ausgeben bestand größtenteils, dass das eben nur eine Illusion war. So, wenn sie dann das geschluckt haben und also immer noch dabei bleiben und mehr wissen wollen, dann wird die nächste Frage sein, wie? Ja, wenn sie verstanden haben, was Sache ist, dann wollen sie natürlich wissen, wie kann das denn sein? Ja, wie kann das hunderte, tausende Jahre lang so gewesen sein und keiner macht was dagegen? Ja, dann kommen sie ja nun des Pudels Kern schon immer näher. Und wenn sie dann also immer noch mutig hier dabei bleiben und sich die letzte und entscheidende Frage stellen, ja, dann wird es nämlich ganz interessant. Und das ist ja dann die Frage nach dem Warum. Ja? Warum das alles? Warum haben uns diese Leute jahrelang belogen, betrogen, und uns in der Hypnose gehalten. Warum? Und wie so oft steckt die Antwort in der Frage, wie auch die Lösung oftmals im Problem zu finden ist. So ist es auch hier mit dieser Frage nach dem Warum. Wenn man sich das englische Wort für Warum anschaut oder anhört, ist das ja Why. Und das englische Wort für warum, why,
hört sich genauso an wie der Buchstabe Y im Englischen Y. Und das Y, das Y oder das Y symbolisiert das Geweih eines Hirsches. Und wie der Name schon sagt, Geweih, Hirsche und andere geweihte Tiere des Waldes sind ja für die nordischen Völker seit eh und je ein heiliges Tier. Deswegen ist es ja auch das geweihte Tier. Ja. Da steckt das Y. Und die Menschen und Lebensfeinde, die ja diese Welt tausende von Jahren lang regiert haben, das habe ich auch schon mal besprochen, ne? Die kehren ja gerne alles um, weil sie können ja nichts selber erschaffen. Sie nehmen halt das, was da ist und drehen es einfach um. Und so haben sie aus dem geweihten, heiligen Tier und dessen Symbol eben ein unheiliges oder sie benutzen dieses heilige, geweihte Symbol für ihre Unheiligkeit. Und es gibt ja ein Foto, das ist ganz berühmt eigentlich. Ich glaube, das ist so eine Party zu Hause bei der Familie Rothschild. Und da sind alle verkleidet und da sind welche und die haben dann so ein Hirschgeweih auf dem Kopf. Ja, also, warum? Warum leben wir in dieser Illusion? Weil diese Menschenfeinde, diese Lebensfeinde, die ja die Welt regieren, die beten ja den Satan an. Und darum geht's, ne? Das ist ein Kult. Wir werden von einem satanistischen Kult regiert. Tja, und wenn man bis hierhin gekommen ist, dann kann man die Welt ganz gut verstehen. So. Ja, ne, und dann wird auch klar, warum die ganzen Kriege, Hungersnöte, Anschläge, Katastrophen, ja, warum fand das alles statt? Weil diese satanistischen Menschen- und Lebensfeinde ja auch ihrem Gott huldigen und ihr Gott braucht ja Blutopfer, ja, und deswegen das Ganze, damit sie ihre eigene Macht erweitern und vergrößern können und ihren Reichtum. Deswegen müssen sie ja ihrem Gott Blutopfer darbieten. Ja, das, ne, mit so einem Krieg hat man natürlich dann ja für ein paar hundert Jahre vorgesorgt. So, und eine andere Sache ist ja auch, dass das sind die Menschen und Lebensfeinde, die uns regieren oder regiert haben. Die sind ja auch Sklaven ihrer Zahlen, das habe ich auch schon mal erwähnt. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass bestimmte Ereignisse an bestimmten Tagen stattfinden und so weiter. Und kommen wir jetzt mal zur Zahl 17. Die Zahl 17 ist die Zahl des Osiris oder Osiris, Osiris, wie auch immer man das aussprechen möchte. Ja, ist ein ägyptischer Gott. Osiris, der hat die Zahl 17. So, und da gibt es ja eine Geschichte von seiner Frau Isis. Okay, also Osiris wurde ja getötet und sein Körper wurde in 14 Stücke zerstückelt und auf der ganzen Welt verteilt. Und Isis hat ja dann diese einzelnen Stücke ihres toten Mannes zusammengesucht und hat ihn wieder zusammengeflickt, so Frankenstein-mäßig, bis auf einen Teil, seinen Penis. Den Penis hat sie nicht gefunden, weil der wurde ins Meer geworfen und dort haben ihn die Fische aufgefressen. Also hat sich Isis aus Stein einen Penis gebastelt,
hat ihn dann der zusammengeflickten Leiche aufgesteckt und hat dann mit diesem Toten und dem Steinpenis Kinder gezeugt. Und es gibt ein Foto von John Podesta, der ja enger Mitarbeiter von der Hillary Clinton war. Da zeigt er so seine Hände und da hat er in den Handinnenflächen, hier hat er einmal einen Fisch gemalt und auf der anderen Seite die Zahl 14. Und das symbolisiert eben diese Geschichte von Isis und Osiris. Und das sind so die Dinge, die diese Leute glauben und verehren. Und daher kommt ja dann auch, ne, also deswegen der Todeskult, weil Isis hat ja mit einem Toten Leben erschaffen. Deswegen diese Verehrung des Todes und diese Idee, dass Leben aus dem Tod erschaffen werden kann. Und daher kommt dann auch so dieses Ganze, so diese Sex-Magic und dieser ganze Todeskult eben. Ne? Und zum Beispiel Jimmy Savile war ein ganz bekannter, eine ganz bekannte Fernsehgröße in England vom BBC. Der hat Kindersendungen moderiert, jahrelang. Und der wurde ja auch von Queen Elizabeth II. Zum Ritter geschlagen für seine Verdienste. Und dieser Jimmy Savile, der ist ja schon gestorben. Und da weiß man heute, dass der also sich nicht nur an Kindern und Babys auf übelste Weise vergangen hat, sondern der war auch Dauergast im Krankenhaus und da ist er dann in den Keller immer gegangen und hat sich dann da mit den Leichen auf seine Weise bespaßt. Ja, da kommt das alles her. Das kommt alles aus dem alten Ägypten, von Isis und Osiris. Und daher kommt dieser Todeskult, die Anbetung des Todes und diese ganzen komischen Rituale. So, muss ich mal gucken, damit ich mich nicht verzettle. Ach so, genau. Und wir sind ja in Ägypten, wir sind ja immer noch in Ägypten, also wir leben immer noch in Ägypten und die Pharaonen, die haben sich halt unter das Volk gemischt, deswegen kann man sie nicht mehr so erkennen. Aber den Oberpharao, den kann man auch ganz gut erkennen, der sitzt im Vatikan. Und ein Pharao ist ja ein Gottkaiser, also der Pharao ist ja praktisch, steht über den Menschen und unter Gott. Also er ist so das Organ, was zwischen den Menschen und Gott quasi vermittelt, ja. Und da haben wir ja den Papst, der sitzt ja auf dem heiligen Stuhl im Vatikan und der sitzt ja da, der ist ja quasi ein Platzhalter für den Heiligen Geist. Ne? Als dann Jesus gestorben war, wurde er von der Kirche zum Gott ernannt und dann haben sie gesagt, so, also Jesus ist ja jetzt weg, aber der wird ja irgendwann wiederkommen und bis er wiederkommt, setzen wir hier den Papst auf den Heiligen Stuhl und der sitzt dann da so lange und übernimmt also die Geschäfte von Jesus, von Gott, bis er eben wiederkommt. Ja, und da sitzt er eben bis heute, ne? Bis wir sagen, also danke, aber brauche dich nicht mehr. genau, das ist also der Papst. Der Papst ist also sozusagen der Pharao. Und bis wir ihn nicht vom Thron stoßen, ja, wird es auch so bleiben, ne? Okay, so. Ach ja, und der Papst ist ja auch rechtlich gesehen ganz offiziell der Vormund aller natürlichen Personen. Und der Lehnsherr aller Länder der Welt. Ja, also alles gehört dem Papst, der ja glaubt, der Stellvertreter Gott zu sein. Ja? Also solange wir den Papst nicht abschaffen, wird sich nichts ändern. Aber auch da sind wir jetzt dabei. So, also so viel zur Zahl 17 und der 17. Buchstabe des Alphabets ist ja das Q. Und jetzt kommen wir zur Operation Q. Es geht ja darum, diesen Fluch umzukehren, das Heilige, das ja ins Unheilige verdreht wurde, wieder
zurückzudrehen, damit das Heilige wieder heilig wird und damit unsere geweihten Tiere auch wieder ihren wahren Platz einnehmen können. Deswegen Kuh. Ja? Jetzt haben wir Kuh und Kuh ist dazu da, um alles wieder umzudrehen. Und wenn wir, der Buchstabe Q hört sich an wie das englische Wort Q. Und das englische Wort Q, C-O-U-P, bedeutet Sturz oder Umsturz eines, in diesem Falle, Präsidenten. Und das hat alles begonnen 1963. Am 22.11. wurde John F. Kennedy ermordet. Das war ein Coup, das war ein Sturz durch die Menschen- und Lebensfeinde. Die haben Präsident Kennedy am 22.11. ermordet. Hier haben wir 11.11.11, ja, wie der Erste Weltkrieg endete am 11.11. 18. Da haben wir auch die 11.11, ne? wie gesagt, Sklaven der Zahlen. Und 22.11., ne? eine 2, es kann ja auch 2 Einsen sein, also haben wir 22, 11.11 und den November 11. So, wir haben 3 Elfen, 3 mal 11. Und die Sklaven der Zahlen und die Sklaven ihrer künstlichen Magie, ja, das ist die künstliche Magie, was die hier uns aufdrücken wollen, ja, so. Glauben ja auch, dass ne, ein Fluch erhält maximale Kraft, wenn man ihn also verdreifacht. Ne, deswegen diese alles dreimal. Ne? Deswegen ist ja auch der Kuckucksklan mit K, weil das K ist der 11. Buchstabe im Alphabet. Und Kuckucksklan ist 11, 11, 11. Ja? Und so drücken ja diese satanistischen Menschen- und Lebensfeinde ihre Stempel auf ihre Aktionen, ja, um zu sagen, hier, das waren wir. genau, und das haben sie mit John F. Kennedy gemacht. Einmal im Datum haben sie, durch das Datum haben sie ihren Stempel aufgedrückt. Und dann die Grabstätte von John F. Kennedy hat die Form eines Qs, also des Buchstaben Qs. Und so haben sie dann auch nochmal ihren Stempel nochmal mit durch dieses Symbol auch nochmal aufgedrückt. Ja, das Q, ne, symbolisiert den Q, den Umsturz, den Sturz. Und das waren wir. So. Da hat dann aber der Sohn gesagt, nicht mit mir, Leute. Ich werde den Speer umdrehen und gegen euch verwenden. Ich werde mir das Q nehmen und aus diesem Q etwas Gutes machen. Und ich werde alles Heilige, was ihr verunreinigt habt, wieder ins Licht und in die Heiligkeit bringen. So, deswegen, ne, daher kommt das Q und die 17. Und ja, so benutzen wir ihre Magie, gegen sie und lösen somit den Fluch auf. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn wir jetzt diese 17 dreimal nehmen, was bekommen wir? 51. Und so sind wir schon bei der nächsten Werkstätte der künstlichen Magie. Area 51. Area 51, ja, das ist ja der Ort, wo die ganzen Alien-Geschichten herkommen und die ganzen UFO-Geschichten und die ganzen außerirdischen Geschichten und diese und das ganze New Age-Zeug, ja, also diese New Age-Religion ist ja auch nur eine Erweiterung eigentlich, naja, des Satanismus halt ein bisschen abgewandelt und so verpackt, dass man es kaum erkennt, aber das ist alles das Gleiche, ja, und das kommt auch
genau, und die Think Tanks, also die, die großen, ja, wie sagt man, ja, also die, die an dieser Illusion halt fleißig weiterarbeiten, mitarbeiten. Ja, die haben sich dann in dieser Area 51 eben zusammengefunden und ja, haben da viele schöne Geschichten rausgebracht. Und klar, ne, wir wissen nicht, und da ist bestimmt auch vieles Wahres dabei, was man, ne, was da so rauskommt, aber eben auch vieles Unwahres. Und wir werden es sehen. Also ich bin auf alles vorbereitet, ich habe mich mit sämtlichen Theorien beschäftigt. Runde Erde, flache Erde, hohle Erde, was auch immer, was da auch immer kommt. Ich bin auf alles vorbereitet. Ich habe mich mental vorbereitet. Und also mich kann nichts mehr schocken. Klar habe ich so meine Tendenzen, ja, und auch was Planeten angeht. Also ich sehe das auch alles mehr als Ebenen der Realität, Ebenen des Bewusstseins. Ich sehe das so ein bisschen metaphysisch, ja. Aber wer weiß, ja, wer weiß. Wenn es morgen heißt, ja, also, da leben Leute auf dem Mars, bitteschön. Okay. So, und da wir gerade vom Mars sprechen, werde ich jetzt, ich lese es nicht vor, ich werde, weil es ist auf Englisch, ich werde es so sinngemäß übersetzt, wie heißt das Wort? Weitergeben. Sinngemäß, ich werde sinngemäß übersetzen, so damit auch diejenigen, die im Schulenglisch nicht aufgepasst haben oder vielleicht Russisch in der Schule hatten, damit die auch was mitkriegen. So, und zwar genau, also Sklaven der Zahlen, 17 die Zahl des Osiris, Isis-Geschichte, Leben aus dem Tod, die Dreifaltigkeit des Fluches, 3x17 ist 51, Area 51. Im letzten Video, Heimat hinter Stacheldraht, habe ich ziemlich viele Links in der Beschreibung hinterlassen, unter anderem ein Video. Da spricht Bill Woods, ein ehemaliger Navy SEAL Team Special Operations Soldier, der jetzt ein Whistleblower ist, der erzählt, das ist ein zweistündiges Interview, kann ich nur empfehlen, der erzählt eben ja, über seine Erfahrungen als Special Operations Soldier von SEAL Team 9. Und weil er auch bestimmte intellektuelle Fähigkeiten hatte, wurde er auch ausgewählt, um in der Area 51 mit tätig zu sein. Und er wurde auch am Projekt Looking Glass beteiligt. Denn wie es auch, also auch mit der künstlichen Intelligenz, ist es ja am Ende auch so, dass es immer Menschen sind und es ist immer echte Intelligenz, die solche Programme erfindet und betreibt und auswertet und analysiert, ne? Analysiert. Und deswegen braucht man auch Menschen mit bestimmten intellektuellen und auch spirituellen und psychischen Fähigkeiten, die dann mit solchen Maschinen und solchen Geräten und solchen Programmen, wie es das Projekt Looking Glass ist, die dann damit auch umgehen können. Weil Projekt Looking Glass ist letztendlich eine Maschine, ein Rechner, den man füttert mit ganz vielen Informationen, ganz vielen Daten. Und der rechnet dann eine Wahrscheinlichkeit aus, wie das dann aufgrund anhand dieser Informationen in der Zukunft weitergehen könnte. Ja, mehr ist das nicht. Das ist Projekt Looking Glass. Okay, so kommen wir zum Mars. Ich habe hier, das werde ich auch in der Beschreibung verlinken, es ist ein PDF, das kann sich jeder runterladen. Das ist Approved for Release, das war mal Classified, ist jetzt aber nicht mehr Classified. Das ist von der CIA und
Das ist. Kann man es überhaupt erkennen? Es ist ja einmal gespielt. Da steht Mars Exploration, 22. Mai 1984. So, und wir werden jetzt mal schauen, wie so eine Mars-Erkundung durch die CIA von 1984 so ausgesehen hat. So, Methode der Ortserkundschaftung, ein verschlossener Briefumschlag mit geografischen Koordinaten. So, das ist die Methode, das ist ein verschlossener Briefumschlag mit geografischen Koordinaten. Und dieser verschlossene Briefumschlag wurde dem Subjekt gegeben. Und wenn ich hier jetzt gleich vorlese, das ist ein Dialog oder ein Gespräch zwischen dem Monitor und dem Subjekt. Und das Subjekt bekommt diesen Briefumschlag, der bleibt aber verschlossen. Bis nach diesem Interview. Das heißt, dieses Subjekt weiß nicht, was in diesem Briefumschlag drin ist. Und in diesem Briefumschlag sind folgende Informationen. Der Planet Mars. Die Zeit von Interesse ungefähr 1 Million Jahre BC. So, dann gibt es bestimmte geografische Koordinaten, die dem Subjekt verbal während des Interviews gegeben werden. So. Okay, möge die Reise zum Mars beginnen. Ich lese jetzt, das ist dieses Transkript. Ja, das ist ein Transkript. Und das sind so ein paar Seiten. Und das werde ich jetzt, wie gesagt, so sinngemäß übersetzen, damit wir alle mal wissen können, wie so eine Reise zum Mars, so eine Erkundung des Marses durch die CIA aussah. Okay, also. So, der Monitor sagt, aber so, dass es das Subjekt jetzt nicht hört, okay, er sagt jetzt, das ist das Datum, 22. Mai und die Zeit ist 10.09 Uhr morgens. So, und dann sagt der Monitor jetzt zu dem Subjekt, okay, mit der Information im Umschlag, den ich dir gegeben habe, fokussiere nun deine Aufmerksamkeit und benutze die Information im Umschlag, der ja nicht geöffnet ist. Also dieses Subjekt hat das ja nicht gelesen, diese Information. Soll sich da jetzt aber fokussieren und er bekommt jetzt die Koordinaten, auf die er sich konzentrieren soll. 40.89 Grad Nord, 9.55 Grad West. Okay, es wird am Ende noch klar werden, aber ich sage es jetzt schon mal vorab. Also dieses Subjekt befindet sich in einer Trance. Ja? So, und dann sagt das Subjekt, und der redet auch so ganz so abgehackt, so Wortfetzen und so einzelne Worte. Also, genau. Also der ist in einer Trance, der ist in einer tiefen Hypnose, der macht eine Körperreise. Ja, das macht Astralreise. Okay, und so, und dann sagt er jetzt, ich will sagen, es sieht aus wie, bla bla bla, so eine Art schiefer Blick auf eine Pyramide oder eine Pyramidenform. Es ist sehr, sehr hoch. Es sitzt in einer großen, niedergedrückten Area. So, sagt der Monitor, okay. Und das Subjekt erklärt weiter, was er so sieht. Ja, es ist so gelbisch, gelblich, so ockerfarbig. Sagt der Monitor, okay, bewege dich in der Zeit. Ne, also diese Reise ist ja einmal eine Zeitreise und aber auch eine eine Reise durch die Zeit und aber auch durch den Raum. Ne, also das werden wir gleich erkennen. So, und jetzt sagt er ihm, er soll in der Zeit reisen.
Und er soll zu der Zeit reisen, die im Briefumschlag erwähnt ist. Ne? Und wir gucken nochmal, da steht 1 Million Jahre BC. Und das weiß dieses Subjekt aber nicht. Aber da soll er jetzt hinreisen. Und soll dann da beschreiben, was er dann da sieht in dieser Zeit. So. Okay, und das Subjekt sagt, ja, er sieht heftige Wolken, eher so wie so ein Sandsturm. Und da gibt es ein geologisches Problem. Und dann sagt er, ja, warte eine Minute, ich muss das glatt bügeln. Es ist ganz komisch. So, und dann sagt der Monitor, okay, es ist egal, berichte nur die rohe Wahrnehmung dieser Zeit. Und du bist ja noch am Anfang der Sitzung. So von wegen, also spare die Energie, bleib nur bei der rohen Information, wir sind ja noch ganz am Anfang, du hast ja noch was vor, so nach dem Motto. Okay, das Subjekt erzählt weiter, ich gucke, das sieht aus, ich gucke auf einen Effekt eines riesigen geologischen Problems. So, sagt der Monitor, okay, dann geh jetzt zurück in die Zeit vor diesem geologischen Problem. So, also, ne, also reist er weiter zurück in der Zeit, um zu gucken, wie es zu diesem geologischen Problem, was er da jetzt sieht, wie das dazu gekommen ist. So, und sagt er, okay, total anders. Es ist, ich weiß nicht, ach je, es sieht aus wie Berge von Dreck. Es scheint. Und dann verschwinden sie wieder. Ne, und genau, er sieht diese Dreckberge. Und wenn man ihnen aber näher kommt, verschwinden diese Berge. Und er sieht eine weite, flache Oberfläche, sehr glatt. Und er sieht Winkel und er sieht Mauern. Und diese und alles ist ganz groß. Also ganz groß und er beschreibt es als megalithisch, riesig. So, dann sagt der Monitor, okay, wunderbar, dann geh da mal weiter und guck mal, ob du da irgendwelche Aktivitäten findest. Guck was da, ob da irgendwas los ist. So, und dann sagt das Subjekt, ja, er sieht irgendwas, er nimmt einen Schatten von Menschen wahr. Und sie sind sehr, sehr, sehr groß, sehr dünn, aber es ist nur ein Schatten. Es ist so, als ob die da sind, aber irgendwie auch nicht. Und dann sind sie wieder weg. So. Und dann sagt der Monitor, geh zurück in die Zeit, wo sie noch da sind. So, sagt das Subjekt, so murmelt ein bisschen vor sich hin. Und dann sagt er, es ist... Er sagt hier, als ob er a lot of static on the line. Also static on the line, das ist ja so, wenn die Verbindung so krisselt. Ne? Das kennen wir ja, wenn keine Verbindung da ist und man telefoniert und sowas. Ne? Also das erzählt er jetzt, ja. Also da kriegt er irgendwie so Krisseln in der Verbindung und dann bricht es ab und es ist alles ganz fragmentarisch. Es ist alles irgendwie nur so. So Fragmente. Dann sagt der Monitor, okay, bleibe bei der rohen Info, versuche nicht die Dinge zu verbinden, versuche nicht das irgendwie, irgendwas zu erklären, sondern berichte uns einfach nur die rohe Information. So, dann sagt das Subjekt, ja, er sieht ständig ganz große Leute. Und er sagt einmal large und thin und tall. Ne? Und wenn ich jetzt groß sage, also aber tall ist ja hoch und groß kann ja auch weit sein. Ne? Und diese Leute sind anscheinend, die sind sehr, sehr groß, die sind sehr hoch auch und sehr dünn.
Und dann erklärt er, dass die so komische Sachen anhaben. Genau, so, und dann sagt der Monitor, okay, bleibe in dieser Zeit und reise jetzt aber im Raum, also physisch, räumlich, reise jetzt zu einem anderen physischen Ort in dieser Zeit. Und dann gibt er ihm jetzt wieder Koordinaten, die wiederholt er zweimal. Die Koordinaten, die örtlichen Koordinaten, wo er jetzt in dieser Zeit hinreisen soll. So, und dann dauert es wieder ein bisschen, Pünktchen, Pünktchen, Nuschel, Nuschel, und dann ist das Subjekt anscheinend angekommen bei diesen Koordinaten und gibt jetzt Bericht, wie es da aussieht. So, er ist ganz tief in einer Höhle. Nein, keine Höhle, mehr wie ein Canyon. Ich weiß jetzt nicht, was Canyon auf Deutsch ist, aber Grand Canyon, ich glaube, da haben wir alle ein Bild im Kopf, was das ist. So, ich gucke nach oben. Die Seiten, das sind ganz steile Mauern. Und es sieht so aus, als würden diese Mauern also bis ins Unendliche gehen. Und da ist so eine Art Struktur. Es ist wie eine Mauer. Es ist, als ob die Mauer des Canyons geformt wurde. Und er sieht wieder riesige Strukturen, alles ganz groß. Und riesige Teile von glattem Stein. So. Und dann fragt der Monitor, ob diese Strukturen Innen- und Außenwände haben. Also gibt es da ein Innen- und ein Außen dieser Strukturen. Und dann sagt das Subjekt, ja, das ist wie eine Art Kaninchenbau. Da sind in jeden Ecken sind irgendwie Räume und die sind alle ganz riesig. Und er hat nicht das Gefühl, dass er in einem dieser Räume steht, aber es ist alles ganz riesig und ganz hoch und alles ganz weit. So. Okay. So, dann sagt der Monitor zu seinen Leuten so, dass das Subjekt es nicht hören kann, dass sie jetzt bei 22 Minuten sind. Okay, und dann sagt er wieder zu dem Subjekt, ja, das ist richtig, okay. Und ich möchte, dass du jetzt wieder an einen anderen Ort reist. Und da gibt er ihm dann wieder neue Koordinaten. Also, dass er dann innerhalb dieser Zeit jetzt wieder an einen anderen Ort reist. Und da sieht er dann Folgendes. Ja, es scheint, als ob ich. Okay, ah ja, und da sieht er etwas, das erscheint wie das Ende einer sehr großen Straße. Und da ist so eine Markierung, so ein Ding. Und das ist ganz, ganz groß. Und dann sagt er, ja, mir kommt ständig die Überlagerung, also das Bild wahrscheinlich. Mir kommt ständig das Washington Monument, die Washington Monument Überlagerung. Also ständig kommt ihm dieses Bild. Und Washington Monument ist ja ein Obelisk. Und der Obelisk ist ja der Phallus und das ist ja der Penis des Osiris, ne? Und diese Obelisken haben wir überall, auch vom Vatikan steht so ein Obelisk und auf der ganzen Welt stehen diese Obelisken. Und also das steht jetzt hier nicht in der Marsreise, das erzähle ich jetzt gerade nebenbei. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass wir ja immer noch in Ägypten sind und immer noch vom Pharao regiert werden, ne? Weil wir haben überall diese Obelisken, wir haben überall, springt uns der Penis des Osiris ins Gesicht. Genau, und das sieht er jetzt eben auch auf dem Mars 1 Million Jahre BC. Da gibt es anscheinend auch Obelisken. Ach, ich habe ja noch gar nicht meinen Becher erhoben. Das ist doch jetzt eine gute Gelegenheit, ich trinke jetzt mal auf den heiligen Hirsch. So, okay, also weiter.
Weiter auf dem Mars. Okay, also er sieht ein Washington Monument. Es sieht aus wie ein Obelisk. So, okay, dann sagt der Monitor, er soll jetzt nochmal woanders hinreisen und da sieht er dann, sagt er, ja, das ist, als ob ich hier in der Mitte eines riesigen Beckens stehe. Und um dieses Becken sind wieder riesige, ups, jetzt habe ich fast mein Licht umgehauen, sind riesige Berge. Und das sind sehr ausgefranste Berge, sehr groß. Und dieses Becken ist sehr, sehr groß. Und er meint, also die Skala, die Skala kann nicht stimmen, weil das ist alles sehr, sehr groß. Also größer, als man es irgendwie messen könnte. So, dann sagt der Monitor, ja, ich verstehe das Problem, mach einfach weiter. So, das sagt das Subjekt. Ja, sagt nicht mehr viel, also viel mehr kann er irgendwie nicht sehen, genauso. Dann sagt der Monitor, gibt ihm wieder neue Koordinaten, er soll wieder an einen anderen Ort in derselben Zeit aber gehen. Und da sieht er dann irgendwie Quadrate, okay, also was der jetzt erzählt, das erinnert so ein bisschen an Alice in Wonderland. Also es sind irgendwie ein Haufen von Quadraten und die bewegen sich und alles, was er sieht, probiert irgendwie quadratisch zu werden und die sind irgendwie mit dem Boden verbunden und da ist irgendwas, das ist ganz weiß und das reflektiert das Licht. So, und das interessiert jetzt den Monitor und sagt, oh ja, und er will jetzt über dieses Licht mehr wissen. Ne? Also erzähl uns mehr über das, was das da ist, dass dieses Licht reflektiert. So, und dann sagt das Subjekt, ja, hier ist irgendwie ein schiefer linker Winkel und da ist die Sonne. Die Sonne ist komisch. Und er sieht ein strahlendes Muster, irgendeine Art strahlendes Muster. Und da sind irgendwie Straßen, die sich kreuzen. Und die sind in Täler reingebaut. Und also ganz komisch. Also der beschreibt da, also, ja, was er da eben so sieht. Gut, und dann will der Monitor jetzt wissen, also der soll ihm jetzt diese Formen genauer beschreiben. Und da sagt er, ja, die sehen aus, das sieht, also diese Straßen, ne, die ja da so komisch, die sehen aus wie hübsche Kanäle, wie hübsch geschnittene oder hübsch, also cut, naja, ne, wenn man Flüsse begradigt, dann macht man ja auch was an den Ufern. Also und so, ne? Also hübsch geformte Kanäle sieht er da. Und die sind sehr, sehr tief. Und die Straße, die ist irgendwie nach unten gegangen. So, so und hübsche Kanäle, das ist mir ja gleich Venedig eingefallen. Ja, ich habe ja letztens auch hier von Goethes Reise nach Venedig gelesen und dass er jetzt weiß, warum der Venezier blass schleicht, weil er die ganze Nacht mit Hurerei beschäftigt ist. Das ist ja unser liebes Venedig und Venedig steht ja auch momentan unter Wasser. Und deswegen ist es so lustig, dass der hier so hübsche Kanäle sieht. Ja, war einmal ganz hübsch, ne? So, okay, so der Monitor. Monitor sagt jetzt, okay, also wir haben hier ein kleines Problem. Ich bemerke, dass du also elektrisch ausnullst. Also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das heißt, electrically you are nulled out. Also der ist anscheinend elektrisch nicht mehr richtig geladen. Ja, vielleicht hat er irgendwelche Dinger am Kopf, ne, so Elektrozeugs. Kann ja sein, ich weiß ja nicht. Jedenfalls anscheinend gibt es da so ein bisschen Probleme mit der elektrischen Ladung und er sagt ihm, ich will aber, dass du tief bleibst, also tief in der Hypnose und dass du deinen Fokus wiederfindest. So. Da sagt das Objekt, ja, aber es ist wirklich schwierig, weil alles scheint so sporadisch.
Da sagt der Monitor, ja, verstehe ich, ist aber trotzdem jetzt also wichtig, dass du dabei bleibst. Und gibt ihm jetzt wiederum neue Koordinaten. Und genau, er soll in der Zeit bleiben, gibt ihm jetzt aber neue Koordinaten und die sind jetzt anscheinend ein bisschen weiter weg. Er muss jetzt, also hat jetzt eine weite Reise vor sich. Und ja, er soll sich Zeit nehmen, um wieder ganz tief reinzukommen. Okay, so, und dann sagt das Subjekt, ist dann anscheinend irgendwann angekommen. Ja, ich sehe intersecting, naja, wie heißt denn das, wenn Straßen zusammenkommen? Intersection, wie heißt denn das? Na, ihr wisst, was ich meine. Das sieht er irgendwie und er sieht irgendwie Dinge, die aussehen so wie Aquädukte. Und die haben irgendwie eine runde, einen runden Boden. Und es sieht wieder aus wie Kanäle oder wie Straßen. Und am Horizont, da sieht er irgendwie so Spitzen. Und der Horizont, der sieht ganz komisch und lustig aus und so ein bisschen neblig und alles ist ganz weit weg und alles ist ganz vage. So, und sagt der Monitor, ja schön, gibt ihm wieder neue Koordinaten, da soll er wieder woanders hin und da sieht er dann Pyramiden. Und er kann aber nicht erkennen, ob es eine Überlagerung ist, ob es wieder eine Überlagerung ist, weil die sehen irgendwie anders aus. Und dann fragt der Monitor, okay, haben diese Pyramiden, gibt es da einen Innen- und einen Außen? Und dann sagt das Subjekt, ja, es gibt beides und es ist ganz interessant und so weiter. So, und jetzt sagt der Monitor wieder zu den anderen Leuten, die halt dabei sind, ne, und das beobachten und wahrscheinlich Notizen machen und so. Sagt er jetzt zu denen, so dass das Subjekt es nicht hören kann? Also er glaubt, also ich glaube, der verliert die Fähigkeit, sich akkurat zu bewegen. Und vielleicht ist es besser, wenn wir ihm, anstatt dass wir ihm die Koordinaten vorgeben, dass wir ihn einfach machen lassen, wie er will. Und er soll einfach überall dahin gehen, wo er es interessant findet. Ne? Und die Orte sich anschauen, die ihn irgendwie so anziehen. Und genau, also lassen wir ihn mal so ein bisschen von der Leine und gucken wir mal so, wo er uns hinführt nach dem Motto. So, okay, und das Subjekt erzählt dann auch weiter, ja, es ist, und das ist ganz interessant, was jetzt kommt, ja. Er sagt, es ist gefiltert von Stürmen oder sowas. Und da sagt der Monitor, der findet es anscheinend auch interessant, sagt das nochmal, Sub. Und er nennt ihn wirklich Sub, wie von Subject, Subjekt. Also so er ist das Subjekt. So, und er sagt jetzt, Subjekt, sagt das nochmal. Was soll das heißen, gefiltert von Stürmen? Ne? Der Sturm. Und er sagt das Subjekt, das ist so eine Art Schutz vor dem Sturm. Oder Schutz vor Stürmen. Und dann fragt der Monitor, sind das Strukturen, die du da siehst? Ja, und die sind halt dafür gebaut. Dann sagt der Monitor, okay, dann geh mal in so eine Struktur rein und guck mal, was da so los ist. Und dann sagt er zu den anderen wieder, sodass das Subjekt es nicht hören kann, plus 37 Minuten Realzeit. Also die sind jetzt 37 Minuten, sind es jetzt, also auf Marsreise schon. So, okay, und dann erklärt und das Subjekt beschreibt dann diese Unterschlüpfe vor den Stürmen. Der ist da jetzt drin und sagt, ja, hier gibt es verschiedene Räume, die sind völlig leer, da gibt es also keine Möbel oder nichts. Alles ist strikt funktional. Das ist nur zum Schlafen
Wobei Schlafen ist kein gutes Wort, es ist eher so eine Art Hibernation. Hibernation ist sowas wie überwintern, ne? Wenn der Bär ein paar Monate in die Höhle geht, dann überwintert der. Und so sagt er, ne? Das ist mehr so ein Ort für Überwintern in irgendeiner Form. Ja, ich kann das nicht so richtig sehen. Stürme, heftige Stürme und Schlafen durch Stürme, sagt das Subjekt. Ja. Und dann sagt der Monitor, erzähl mir mehr über diejenigen, die durch die Stürme schlafen. Ja, oder wir würden vielleicht sagen, ja, durch den Sturm schlafen. Ja. Und da sagt das Objekt, ja, sehr tall, also sehr groß again, wieder large, also tall und large, also einfach groß in alle Richtungen sind diese Leute. Große Leute, aber sie sind dünn. Sie sehen sehr dünn aus, weil, aufgrund ihrer Höhe. Und sie kleiden sich in so Kleidung, das scheint wie ganz leichte Seide. Und es ist aber nicht so eine fließende Seide, sondern das ist so eng anliegend, so körperbetont. Und dann sagt es der Monitor, ja, er soll da näher rangehen und die Leute mal fragen oder die Leute auffordern, was über sich zu erzählen. Und dann sagt das Subjekt, das sind alte, also ancient people, also uralte Leute, Menschen vom alten Volk und sie sterben. Es ist, also sie sind schon über ihre Zeit hinaus sozusagen, ja, also ihre Zeit ist schon vorbei und sie sterben. So, und dann will der Monitor, ne, sagt mir, ne, erzähl mehr darüber will er jetzt mehr wissen. Und das Subjekt sagt, ja, sie sind auch, sie sehen das philosophisch und sie suchen einen Weg, um zu überleben, aber sie können es einfach nicht. So, und dann sagt der Monitor jetzt wieder zu seinen anderen Leuten, so dass das Subjekt es nicht hören kann. Plus 40 Minuten, also sind jetzt schon 40 Minuten auf Reise. Definitive Voltumkehr. So, ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, aber er gibt jetzt den Auftrag, die Volt umzukehren. So, also irgendwas ist da elektrisch anscheinend los. So, und das Subjekt sagt, ja, also es scheint so, als würden sie keinen Ausweg finden. Also bleiben sie einfach da und hängen da quasi rum, während sie auf irgendwas warten oder auf irgendeine Antwort warten, oder sie warten auf irgendwas, was wiederkehrt und ihnen eine Antwort bringt. So, und dann fragt der Monitor, worauf warten sie denn genau? Dann sagt das Subjekt, also anscheinend haben sie eine Gruppe ausgesendet, um einen neuen Ort zu finden, wo sie leben können. Und so, und genau, weil da gab es Probleme und Korruption ihrer Umwelt. Und das fällt alles ganz schnell auseinander und genau, also und diese Gruppe ist halt irgendwo hingegangen, ganz weit weg, um einen anderen Ort zum Leben zu finden. Das ist ja auch so ein bisschen so heute, ne? Gibt es ja auch Leute, die sagen, ach, ne, die Erde haben wir jetzt zerstört, jetzt müssen wir einen anderen Planeten finden, wo wir leben können. Ne? Und Elon Musk, der macht sich ja schon bereit, der wird ja dann der erste und größte Immobilienmakler auf Mars. Für die Leute, die dann die Erde verlassen. So, okay. So, okay, und jetzt fragt der Monitor, ja, was war denn also der Auslöser für diese
für diese atmosphärische oder die Disturbance, Störung, für diese atmosphärische Störung oder diese Störung der Umwelt. Und so, und dann sagt das Subjekt, ja, ich sehe ein Bild, stammelt hier so ein bisschen rum, es ist schwierig, es ist, als ob, na mal sehen, so, also er sieht nicht wirklich irgendwas. Und dann der Monitor hilft wieder so ein bisschen nach, die rohe Information, nur die rohe Information. Und dann sagt das Objekt, oh ja, ich kriege einen Globus. Es ist wie ein Globus und der bewegt sich durch den Schweif eines Kometen. Er bewegt sich durch einen Fluss oder so etwas, aber es ist alles ganz kosmisch. Es ist wie Space Pictures, so Fotos aus dem All. Dann sagt der Monitor, okay. Also, bevor du jetzt von diesem Individuum da wieder weggehst, frag ihn, ob es irgendwas ist, was du für ihn tun kannst. Und da sagt das Subjekt, also alles, was ich mitkriege, ist, dass die einfach nur warten müssen. Er weiß nicht, wer ich bin. Er denkt, oder ich denke, dass er mich als eine Art Halluzination wahrnimmt. Und dann fragt jetzt der Monitor, okay, also als die anderen gegangen sind, also diese Gruppe, die dann erkunden, also einen neuen Ort finden soll, wo sie leben können. Also als diese anderen gegangen sind, diese Gruppe, wie sind sie gegangen? So, also wie haben sie ihren Ort verlassen, sozusagen? Und dann sagt das Subjekt, oh, er kriegt hier so einen Eindruck von, er weiß nicht, was es ist. Es sieht aus wie das Innere eines großen Bootes. Sehr gerundete Wände und glänzendes Metall. Und da sagt der Monitor, geh mit ihnen mit auf ihre Reise und finde heraus, wo sie hingehen. Und dann sagt das Subjekt, oh, ich kriege den Eindruck von einem total verrückten Ort mit Vulkanen und Gastaschen und merkwürdigen Pflanzen, ein sehr unbeständiger Ort. Es ist, als ob ich von der Bratpfanne ins Feuer gehe. Der Unterschied ist, dass da scheint es sehr viel Vegetation zu geben, wo der andere Ort keine Vegetation hatte. Und es ist eine andere Art des Sturms. Wieder beim Sturm. Dann sagt der Monitor, okay, gut, jetzt ist es Zeit zurückzukommen zum Klang meiner Stimme in die heutige Zeit, ins Jetzt, 22. Mai 1984, zur Stimme, zum Klang meiner Stimme, bla bla bla, zack, zack, und dann ist das Subjekt wieder angekommen. Und das war also eine Reise zum Mars, wie die CIA es zu tun pflegt. Und ja, so kann man also von der Area 51 in ungefähr 40 Minuten einmal zum Mars und zurückreisen. Und darauf trinke ich noch mal kurz, auf die große Marserkundung. So. Okay, also sind wir wieder auf der Erde angekommen. Und es geht weiter im Text. Wir haben gesprochen über den Q, über die 17, über die Dreifaltigkeit, über die 51. Und wir kennen ja auch wir wissen, wir werden vom Pharao regiert. Wir sind immer noch in Ägypten.
Und da gibt es ja verschiedene Familien. Wir kennen die 13 Blutlinien, die 13 Familien. Das sind ja anscheinend pharaonische Familien, ne? Letztendlich. Und ich habe aber letztens was gelesen, es gibt nicht nur 13 Familien, es gibt 17 Familien. Und diese 17 Familien, die Namen habe ich mir aufgeschrieben. Zu diesen 17 Familien gehören Astor, Bundy, Clinton, Collins, Dupont, Kennedy, Lee, Mellon, Morgan, Onassis, Pasteur, Rockefeller, Rothschild, Russell, Schiff, Soros und Vanderbilt. So, um den Fluch umzukehren, um das Biest zu stürzen, um das Biest zu zerstören, das kann man ja nur aus dem Inneren heraus. Ja, aber deswegen muss man sich die Feinde ja auch nahe halten. Man muss ja den Feind in- und auswendig kennen, wenn man ihn wirklich zerstören und ausrotten will. Und so ist es ja auch jetzt mit diesen Familien, mit diesen menschen- und lebensfeindlichen Pharaonenfamilien. Auch die kann man nur von innen heraus ausrotten. Und deswegen brauchen wir sozusagen einen Mann aus dem Inneren, jemand aus einer dieser Familien, um das Ganze umzukehren. Und hinter mir seht ihr ja den einen, den sie nicht töten konnten. Ne? Sie haben den Vater getötet, sie haben den Onkel getötet und dann war aber auch irgendwann Schluss. Dann hat der Sohn hat sich dann selber getötet, damit er überlebt sozusagen. Und wir wissen ja, dass er unter dem Namen 107 fleißig Interviews gibt auf verschiedenen Kanälen. Ich habe ja schon mal Links gepostet zu McAllister TV, dann glaube ich Jennifer Mack habe ich bestimmt auch schon mal gepostet. Da taucht er öfter mal auf. Genau, vorher war er ja unter anderem Namen unterwegs, da war er ja auch mal W, da war er bei Rogue Radio ganz oft. Genau, aber also in letzter Zeit ist er als 107 unterwegs und da war er jetzt auch mal auf einem anderen YouTube-Kanal, hatte ein ja, Interview, also er erzählt ja immer Geschichten, ne? Interview ist es ja eigentlich nicht. Und jedenfalls war er bei Space Shot 76, da werde ich auch unten den Link hinterlassen, also wer es mit den eigenen Ohren hören möchte, kann das dann hören. Das ist dann also Space Shot 76. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Video sonst heißt. Jedenfalls, genau, 107. Und das, was ich euch jetzt erzähle, das sagt der, glaube ich, zwischen Minute 51 und 53. Da sagt er das. So, und da erzählt nämlich 107, dass auch die Kennedy-Familie Teil dieser Blutlinien sind. Und dann erzählt er, genau, redet er darüber und sagt und redet über Joe Kennedy, dass Joe Kennedy, ne, war ja also auch einer von denen, und er sagt, Joe Kennedy, bla bla bla, ja, Grandpa was a bad dude. Ups. Hat sich da jemand versprochen? Warum würde er Joe Kennedy Grandpa nennen? Ich weiß nicht, also ist das üblich, dass man alte Männer einfach so Grandpa nennt? So wie Onkelchen und Tantchen? Ich weiß, im Russischen, ne, alle sind irgendwie Onkelchen und Tantchen, auch wenn es nicht die wahre Tante und der wahre Onkel ist. Vielleicht ist es ja bei ihm auch so, vielleicht nennt er ja alle alten Männer pauschal Grandpa. Das mag natürlich sein. Und das kann sich natürlich jeder selber überlegen, ob das ein freudscher Versprecher war oder ein kleiner Hinweis. So, jedenfalls sieht es so aus, ne, als würde der Sohn das beenden, was der Vater begonnen hat. Ne. Wir wissen ja, John F. Kennedy wollte ja die CIA auflösen und in 1000 Stücke zerteilen und diese 1000 Stücke in den Wind werfen. Und der Sohn, wie gesagt, beendet, was der Vater begonnen hat.
Und so sieht es, glaube ich, auch aus mit Prinz William. Ich denke, auch seine Mutter ist vorher gestorben, bevor man sie umbringen konnte, um die Kinder der Welt zu retten. Und wollen wir mal für Dianas Söhne nur das Beste hoffen, dass sie befreit werden. Ja. So. Wie 107 so schön sagt, Slaves no more. So, okay, jetzt gehen wir weiter. Wir kommen auch gleich zu Anastasia. Ich lese ja auch noch aus Anastasia vor. Allerdings nicht so viel heute. So, okay, also wir haben die Pharaos, also wir haben immer noch dieses Gedankengut des alten Ägyptens, ja, also die satanische Religion, die regiert eher indirekt immer noch durch, genau, durch ihre Sklaven, die sich Elite nennen. So, und dann gibt es ja noch andere geistige Kinder, die auch heute noch das Zepter in der Hand halten. Das sind also die geistigen Kinder auch der Aufklärung. Die Aufklärung war ja auch eine wichtige Zeit, ne? Da hat man ja den Menschen, also neben der Kirche, neben der Religion ja noch was anderes gegeben, woran sie glauben können, nämlich die Wissenschaft. Deswegen sind es ja auch die Götter in Weiß, ne? Und achso, letztens wollte ich noch mal ganz kurz einschieben. Da hat also das ZDF ist ja auch auf Twitter aktiv und die tweeten ja auch manchmal lustige Sachen. Und da haben sie letztens ein Zitat von Karl Marx getwittert. Und da hat der Karl Marx Folgendes gesagt: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Tja, ne, also Anastasia hat ja gesagt, also der Kern des Problems ist ja, also der Grund, warum wir so leiden, ist ja, weil wir die perfekte Schöpfung geändert haben, ne, anstatt zu koexistieren und zu co-schöpfen mit dem Schöpfer, haben wir ja alles verändert. Ja, und das ist ja, ne, der Satanismus ist ja die Veränderung und die Umkehrung der göttlichen Schöpfung, ne? Also auch der Kommunismus kann sich da gleich mit einreihen und auch der Herr Karl Marx. Und das ZDF ist ja anscheinend, also, jo, ist dann mit Karl Marx auf Linie. Ja, und genau, und die Zeit der Aufklärung, die große Zeit der Götter in Weiß, die große Zeit der Wissenschaft, fing ja so an, so, ne, so mit Newton, so 1700, so um 1700 rum, so 1800. Genau, das war also die große Zeit der Aufklärung. Und da wollte ich jetzt, das ist nicht, das sind hier zwei Seiten, da habe ich etwas gefunden. Von der Viktor von Weizsäcker Gesellschaft. Viktor von Weizsäcker war auch ein Mediziner, sage ich mal. Und der hat eine Gesellschaft, die gibt es heute noch. Und diese Viktor von Weizsäcker Gesellschaft, die bietet auch so Workshops an und ja. Und da gibt es jetzt einen Workshop, der findet nächstes Jahr statt. Der heißt, die Optimierung des Menschen oder der optimierte Mensch. Ja, von wegen, wir müssen ja verändern, wir müssen verbessern, weil die Schöpfung ist ja nicht gut genug, ne? Wir müssen es ja berichtigen. Das ist der Geist dieser Leute. War auch der Geist von diesem Viktor von Weizsäcker. Und dieses Programm im nächsten Jahr unter dem Motto der optimierte Mensch. Was ist der optimierte Mensch? Das Ergebnis hochrentabler Kapitelinvestitionen
funktionaler Ansprüche an das humane Arbeitsvermögen und technischer Zurüstungen bzw. Verhaltensmodulationen? Im Gegensatz hierzu steht ein Verständnis von gelingendem menschlichen Leben, das Einschränkungen und Störungen integriert. Auf der anderen Seite sind Selbstoptimierungskonzepte wie Mindfulness en vogue, die den Verdacht erregen, die Schieflagen, denen sie entstammen und die sie zu beheben vorgeben, kritiklos zu legitimieren. Also Mindfulness, ne? Also bewusstes Wahrnehmen, das ist also Quatsch. Wo also liegt der Maßstab für eine verantwortungsbewusste gesellschaftliche Praxis und welchen Beitrag leistet die medizinische Anthropologie? Fragt sich der Geist der Aufklärung und des Viktor von Weizsäckers? Und dann habe ich hier noch was gefunden auf der Seite der Viktor von Weizsäcker Stiftung. Der hat ja auch viele Bücher geschrieben, der Viktor. Und unter anderem eins über die Grundfragen der Naturphilosophie von 1919 aus einer Vorlesung mit dem Titel Natur und Geschichte. Und da lese ich jetzt eine Seite mal draus vor, damit wir mal wissen, wie der Viktor von Weizsäcker so das Menschliche so sieht. Der sich opfernde, überwindende, physisch fortwährend sterbende, geistig unablässig erneuerte Mensch ist ein einziges Ich werde. Also der lebt nicht im Moment, das ist nicht ich bin, sondern ich werde, ne, weil ich bin ja fehlerhaft, ich bin ja nur ein Zufall, ich bin ja nur ein Unfall, aber aus mir kann ja noch was werden, ne? Das ist die Philosophie. Und je mehr der Affe, also wir sind Affen, jedenfalls, also so sieht es Viktor von Weizsäcker, und je mehr der Affe geistig ansteigt, hinaufkommt, umso mehr kommt er körperlich herunter. Seine Haut wird dünn, haarlos und frierend, seine Fußsohlen weich, verletzbar, er braucht Kleider und Stiefel, seine Zähne fallen aus, seine Muskeln werden schwach, sein Magen empfindlich, unfruchtbar, nervös wird er und nur sein Großhirn wächst und wächst, schon braucht er Kohlen und Maschinen, um nur leben zu können. Bald wird er nur noch mit Prothesen und Stimulantien sein Dasein fristen. Das ist der Sieger über die Natur. Er liebt nicht das Alte, nein, denn er ist ein Werdender, ein Revolutionär, ein Mann des Fortschritts, der Entwicklung nach oben, ein werdender Übermensch, der Techniker der Welt, der an den Fortschritt der Zivilisation durch Unterwerfung der Natur glaubt, an den Fortschritt der Kultur durch Überwindung der Wildheit glaubt. Der Gedanke einer Vollkommenheitssteigerung im Ablauf diesseitiger, raumzeitlicher Geschichte ist die letzte Frucht des mit Entgötterung der Natur einsetzenden, mit ihrer völligen Mechanisierung endenden Prozesses. Vielen Dank, Viktor von Weizsäcker, für dein Weltbild, dein Menschenbild, auch sein Sohn kennen wir ja, den Richard, und einer seiner Enkelsöhne, der ja am 19.11.19
über den Jordan geschickt wurde. Der war ja auch Arzt. Er war leitender Arzt einer Privatklinik in Berlin-Charlottenburg. Und derjenige, der ihn, also der das Messer geführt hat, hat ja dann angegeben anschließend, dass er sich ja eigentlich am Richard rächen wollte für seine Beteiligung an einem Chemiekonzern, der dieses Pflanzenmittel Agent Orange hergestellt hat und das er dann im Vietnamkrieg eingesetzt wurde und viele Menschen getötet hat und sehr viel Unheil angerichtet hat, dieses Agent Orange. Und für, und da wollte sich dieser Mann, weil der hat eine vietnamesische Frau, die halt dieses Leid wohl vielleicht nicht am eigenen Körper, aber vielleicht am eigenen Familienkörper vielleicht erlebt hat damals. Da wollte er sich rächen. Und da aber der Richard ja nun, also ist ja schon ein paar Jahre schon von uns gegangen, hat er halt gedacht, naja, dann nehme ich eben mit dem Sohn vorlieb. So viel dazu. Gut, also, die Macht der sogenannten Elite beruht also auf künstlicher Magie und Zahlenkombination und auf der Anbetung des Todes. Wir wissen aber, es gibt nur einen Magier und es gibt nur eine wahre Magie und das ist der Heilige Vater, ja, der einzige wahre Magier ist Gott. Und alle, die im Einklang mit Gottes Willen leben und schöpfen, die sind dann nicht nur Co-Schöpfer, sondern auch Co-Magier. Und jetzt komme ich zu Anastasia. Jetzt lese ich ein Kapitel aus Band 6. Die gütige und aufmerksame Großmutter. Und an dieser Stelle hebe ich nochmal meinen Becher und trinke auf den einzigen wahren Magier, auf die einzig wahre Magie und auf alle lieben Mitmagier, die den göttlichen Willen auf Erden ausdrücken. Prost! So, die Großmutter. Meine Großmutter war eine Hexe, keine aus einem Märchen, sondern eine wirkliche, eine gute Hexe. Die Alteingesessenen erinnern sich vielleicht an ihre unglaublichen Wunder. Sie lebte in der Ukraine in einem Dorf mit dem Namen Kusnitschi im Kreis Gorodnjansk im Bezirk Tschernigow. Sie hieß Jefrosinja Verschuscha. Oder Verchuscha. Ich glaube Verchuscha. Einmal, als ich noch ganz klein war, war ich bei ihren Wundertaten dabei. Und das erzählt jetzt Wladimir Megre, der ja alles, was Anastasia ihm erzählt hat, in diesen Büchern aufgeschrieben hat. Ne? Und der ja auch Zeit mit ihr in der Taiga verbracht hat. Der Wladimir, der erinnert sich jetzt an die Wunder, die er so miterlebt. Damals verstand ich noch wenig davon, aber jetzt wurde absolut alles klar. Oh Gott, welche Einfachheit lag in der rätselhaften Unglaublichkeit. Ich glaube, die Hälfte der heute lebenden Menschen, besonders Heilpraktiker, könnten ganz einfach solche Ergebnisse wie die Großmutter erzielen. Ich werde etwas genauer erzählen, was geschah. Ich verbrachte meine frühe Kindheit in einem Dorf in der Ukraine in einer kleinen, weißen, mit Stroh gedeckten Hütte. Ich schaute gern zu, wie meine Großmutter sich am Ofen zu schaffen machte. Einmal hörte ich, als ich mich mit einem meiner Altersgenossen gezankt hatte, etwas Beleidigendes.
Und deine Großmutter ist eine Hexe. Die anderen verteidigten meine Großmutter sofort. Meine Mutter sagt, sie wäre gut. Mehrmals habe ich gesehen, wie die Großmutter Leute behandelte. Ich maß dem keine Bedeutung bei. In jenen Zeiten gab es auf den Dörfern viele, die andere heilten. Dem einen gelangt die Heilung der einen Krankheit besser, dem anderen die einer anderen Krankheit. Und niemand wurde als Hexe bezeichnet. Aber die Fähigkeiten der Großmutter gingen über den üblichen Rahmen der Heilkunst hinaus. Meine wenig gebildete Großmutter konnte, wie sich herausstellte, ohne weiteres viele Tiere heilen. Sie tat das auf den ersten Blick auf eine ungewöhnliche Weise. Sie verschwand mit dem kranken Tier für einen Tag, dann kam sie mit dem bereits gesunden oder etwas kurierten Tier zurück und sagte dem Besitzer, wie er es weiter behandeln sollte. Als ich von meinem Altersgenossen das beleidigende Wort Hexe über meine Großmutter hörte, verhielt ich mich zu meiner gütigen Großmutter genauso gut wie bisher, obwohl Kinder vor Hexen Angst haben. Sie, oder besser das, was sie tat, weckte mein Interesse. Ja, sehr gut, ne? Denn alles Gute liegt auf der anderen Seite der Angst. Einmal brachte man zu meiner Großmutter das reinrassige Pferd des Kolchos-Vorsitzenden, das vor kurzem für dessen Ausritte aus dienstlichen Gründen gekauft worden war. Wir, die Kinder, die hier lebten, bewunderten stets das Pferd, wenn der Vorsitzende vorbeiritt. Es hielt den Kopf erhoben, es lief viel ausgelassener und schöner als alle anderen Dorfpferde. Aber dieses Mal brachte es nicht an einen Wagen angespannt, und ohne Sattel zur Großmutter. Es kam jetzt niedergeschlagen und sich langsam fortbewegend an einem Zügel. Ich hatte so etwas noch nicht gesehen. Das Pferd des Vorsitzenden in unserem Hof und ich verfolgte das Geschehen mit Interesse. Die Großmutter ging zum Pferd, streichelte es am Maul, dann neben dem Ohr und flüsterte ihm ruhig etwas Zärtliches zu. Dann nahm die Großmutter es aus dem Zaum, sie zog das Metallgebiss aus dem Maul des Pferdes heraus, trug eine Bank aus dem Haus auf den Hof, legte Kräuterbüschel auf, führte das Pferd zur Bank und bot dem Tier der Reihe nach die verschiedenen trockenen Kräuter an. Das Pferd beachtete einige davon nicht und wendete sich auch von ihnen ab. Aber an einigen roch es und versuchte sogar ein wenig davon. Die Büschel, die das Pferd beachtete, warf die Großmutter in einen Kübel mit Wasser, der auf den Kohlen stand, und ihr Häubchen mit dazu. Ich hörte, wie sie den Leuten sagte, die das Pferd gebracht hatten, »Kommt übermorgen früh wieder.« Als die Leute fortgingen, verstand ich, dass die Großmutter vorhatte, wieder mit dem Pferd zusammen für einen Tag irgendwohin zu verschwinden, und ich bat sie, mich mitzunehmen. Die Großmutter, die meine Bitten immer erfüllte, lehnte es auch dieses Mal nicht ab, aber sie stellte eine Bedingung. Ich sollte mich früher als gewöhnlich schlafen legen. Ich fügte mich. Die Großmutter weckte mich bei Sonnenaufgang. Vor dem Haus stand das Pferd, das mit einem kleinen Leinentuch bedeckt war. Ich wusch mein Gesicht mit einem Sud aus dem Kessel. Die Großmutter gab mir ein kleines Bündel mit Essen, nahm die Zügel in die Hand, die am Zaum des Pferdes festgebunden waren, und wir liefen auf dem Rhein, der die Gärten trennte, zu dem hinter den Gärten liegenden Wäldchen. Am Waldrand liefen wir sehr langsam. Genauer gesagt, die Großmutter lief neben dem Pferd und blieb jedes Mal stehen, wenn das Pferd den Kopf zum Gras senkte und irgendwelche Kräuter probierte. Die Großmutter hielt die Zügel so schlaff, dass sie sogar ihrer Hand entglitten, wenn das Pferd plötzlich irgendetwas im Gras erblickte und den Kopf abrupt zur Seite drehte. Manchmal zog die Großmutter das Pferd doch hinter sich her, aber wenn wir an einem neuen Platz ankamen, ließ sie ihm wieder völlige Freiheit. Wir liefen bald am Waldrand, bald gingen wir ein Stück hinein. Nach dem Mittag gelangten wir an den Knüppeldamm, eine Sumpfstelle mitten auf dem Feld. Bei einem Heuhaufen der ersten Mahd ließen wir uns nieder, um uns auszuruhen und etwas Vesperbrot zu essen. Nachdem ich Milch mit Brot zu mir genommen hatte und müde von dem langen Marsch war, wollte ich nun schlafen. Die Großmutter holte aus ihrem Bündel ein kleines Schafspelzchen, breitete es bei dem Heuschober aus und sagte, »Leg dich hin, schlaf ein wenig, Enkelchen, du wirst müde sein.« Ich legte mich hin und kämpfte mit dem Schlaf, da ich Angst hatte, dass die Großmutter auf geheimnisvolle Weise mit dem Pferd und ohne mich verschwinden würde, aber der Schlaf überwältigte mich.
Als ich aufwachte, sah ich, wie die Großmutter irgendwelche Kräuter neben dem grasenden Pferd pflückte und sie in ihr Bündel legte. Bald begaben wir uns in die Richtung des Hauses, gingen aber einen anderen Weg. Als es dunkel wurde, wollte ich wieder schlafen und wieder legte mich Großmutter auf das Schafspelzchen. Sie weckte mich noch vor Tagesanbruch und wir setzten unseren Nachhauseweg fort. Ich hörte, wie die Großmutter von Zeit zu Zeit dem Pferd irgendetwas sagte. Den Sinn der Worte merkte ich mir nicht, aber ich behielt die Intonation ihrer Stimme. Sie war ruhig, kosend und fröhlich. Zu Hause gab die Großmutter dem Pferd sogleich Wasser, nachdem sie den Sud aus dem Kessel in den Eimer hinzugegossen hatte. Dann sah ich, wie sie den Leuten, die gekommen waren, um das Pferd abzuholen, die während unserer Reise gesammelten Kräuterbündel gab und ihnen etwas erklärte. Das ein wenig munter gewordene Pferd ging ungern von unserem Hof weg. Es war wieder aufgezäumt und spannte den Zügel, wobei es den Kopf zur Großmutter drehte. Mehrere Tage war ich meiner Großmutter böse, dass sie mir nicht gezeigt hatte, wie man durch Hexerei verschwindet, sondern nur die ganze Zeit das Pferd geweidet, Kräuter gesammelt und zu Bündeln zusammengelegt hatte. Sehr langweilig. Wo ist da die Hexerei? Ich hätte die Wanderung und die Hexerei schnell vergessen. Aber als ich demjenigen, der meine Großmutter beleidigt und als Hexe bezeichnet hatte, sagte, dass meine Großmutter nirgendwohin verschwindet, sondern die kranken Tiere weidet, führte er, der etwas älter war als ich, ein gewichtiges Argument an, gegen das weder ich noch die, die auf meiner Seite standen, die Dorfkinder, etwas erwidern konnten. Und warum bleibt das Pferd dann jedes Mal, wenn der Vorsitzende an eurem Hof vorbeireitet, stehen, geht nur im Schritt vorbei und gehorcht nicht einmal der Peitsche? Ja, wahrscheinlich gefällt es ihm bei der Großmutter besser. Ich erinnere mich nicht mehr, was mir die Großmutter erklärte. Ich verstand erst jetzt den Grund. Klarheit und Zuversicht, dass die Tiere so behandelt werden können, wie sie das tat, hatten nur die Menschen, die ein gutes Herz hatten und sich der Natur und den Tieren gegenüber aufmerksam verhielten. Das ist schon das Geheimnis der göttlichen Magie. Man muss ja erstmal wissen, wie es funktioniert. Da muss man erstmal beobachten und aufpassen und lernen. Ja, wir müssen ja erstmal vom großen Meister Magier lernen. Und das tun wir, indem wir seine Schöpfung erstmal verstehen. Und indem wir seine Magie verstehen. Jetzt verstand ich. Indem sie dem kranken Pferd Bündel verschiedener Kräuter reichte, stellte sie einfach fest, welcher Kräuter das kranke Pferd bedurfte. Danach bestimmte sie die Route mit der Berechnung, dass sie auf dem Weg solche Kräuter antrafen und auch solche, die sie im Augenblick nicht hatte. Sie musste deshalb für einen Tag und eine Nacht weggehen, weil jede Pflanze ihre Zeit hat, in der sie am besten als Nahrung aufgenommen werden kann. Den Zügel hielt sie nicht gespannt, sodass das Pferd bestimmen konnte, welche und wie viele Kräuter es zu sich nehmen sollte. Die Tiere fühlen das auf eine unerklärliche Weise. Da der Sud aus Kräutern gemacht wurde, die das Tier selbst aussuchte, wurde das Häubchen mit dem Sud gewaschen, wahrscheinlich um eine größere Zuneigung des Tieres zu sich zu gewinnen. Es erweist sich also alles als sehr einfach. Und deswegen machen ja die Wissenschaftler alles so kompliziert, damit wir die einfache Wahrheit nicht erkennen. Unklar ist, woher die nicht sonderlich gebildete Großmutter all das wusste. Und wie kompliziert machen wir diese Einfachheit? Vielleicht herrschen deshalb in Europa solche Viehseuchen großen Ausmaßes. Und die gegenwärtige Wissenschaft kann sich nichts Besseres ausdenken, als die erkrankten Tiere zu Tausenden zu verbrennen. Und dann ist ja auch die Wissenschaft daran schuld, dass die Tiere erst krank werden, ne? Und die Haltungsbedingungen und alles, da kommt ja alles hinzu, ne? Massenhaltung, Antibiotika und was die da fressen und wie die leben, also okay. Ich führte nur ein Beispiel an, das davon zeugt, dass die Errungenschaften unserer Medizin illusorisch sind. Aber man kann eine Vielzahl ähnlicher Beispiele illusorischer Errungenschaften der modernen Gesellschaft aufführen.
Ja, wozu über Einzelheiten und Besonderheiten sprechen, wenn man gleich zur Hauptsache übergehen kann? Und die Hauptsache, ne, da kommen wir wieder zur Frage, in welcher Gesellschaft leben wir heute überhaupt? Das ist die Kernfrage, ne, und dann gehen wir durch die Stadien was, wie, warum. Und ich beende jetzt hier mit dem letzten Satz dieses Buches, Band 6. genau, ne? Also der Wladimir, der stellt sich nämlich, ne, die Frage, das lese ich ja auch noch. So, ne, also in welcher Gesellschaft leben wir heute überhaupt? Wonach streben wir? Was wollen wir in der Zukunft aufbauen? Die übergroße Mehrheit wird ohne zu stocken antworten, wir wohnen in einem demokratischen Staat und streben danach, eine freie demokratische Gesellschaft aufzubauen, so wie in den zivilisierten, entwickelten westlichen Ländern. Genau das ist die Antwort der meisten Politiker und Polittechnologen. Genauso lautet die Antwort aus den Fernsehkanälen und so schreiben die Zeitungen. Genau das ist die Meinung der meisten Menschen in unserem Land. Genau eine solche Meinung der meisten beweist die Behauptung Anastasias, dass ein Teil der Menschen der modernen Zivilisation in der heutigen Zeit schläft. Und der andere ist kodiert und besteht aus biologischen Robotern in der Hand eines Häufchens von Priestern, die sich als Herrscher der Welt dünken, ne, die Pharaonen. Oder das sind ja die Priester hinter den Pharaonen, so. Hält man etwas ein in der fieberhaften und eintönigen Hass des Alltags und denkt selbstständig nach, kann man Folgendes verstehen. Demokratie, was ist das für ein Wort? Ne, Demokratie, Demonkratie, Dämon. Steckt auch da drin. Welche Bedeutung hat das Wort selbst? Die meisten werden mit einem Zitat aus dem bekannten großen enzyklopädischen Wörterbuch oder dem Bedeutungswörterbuch der russischen Sprache antworten. Sie enthalten ungefähr die gleichen lakonischen Erörterungen. Demokratie ist eine Form des staatlichen politischen Aufbaus der Gesellschaft, die auf der Anerkennung des Volkes als machtausübende Kraft basiert. Die Hauptprinzipien der Demokratie sind die Macht der Mehrheit und Gleichberechtigung der Bürger. Ja. Und die Menschen in den hochentwickelten demokratischen Ländern wählen Parlamente und Präsidenten mit der Mehrheit der Stimmen. Genau. Wählen, völliger Unsinn. Völlige Illusion. Es gibt keine Wahlen. Kein einziges Mal in keinem Staat, der als demokratisch und zivilisiert gilt, war je das Volk an der Macht. Und die Wahlen? Sie sind völlig illusorisch. Nicht? Auch die Wahlen sind auch Teil des Zirkuses. Ne? Also Brot und Spiele, ne? Zirkus. Also die Wahlen sind auch Teil der Spiele sozusagen. Erinnern Sie sich, was immer vor den Wahlen in einem sogenannten demokratischen Staat geschieht. Es bekämpfen sich die Gruppen der Polittechnologen, der Kandidaten, unser Einsatz riesiger Geldmittel, raffinierter Methoden, psychologischen Einflusses auf die Menschen durch die Massenmedien, Fernsehen, durch anschauliche Agitationen. Je höher entwickelter ein Staat ist, desto raffinierter ist sein Suggestionsverfahren in Bezug auf die Technik. Ne, und mit AI, ne, es gibt ja nicht nur künstliche Magie, sie haben ja jetzt auch künstliche Intelligenz. Ne, und da läuft es natürlich alles wie am Schnürchen. Völlig offensichtlich ist die Tatsache, dass immer das Team der Polittechnologen gewinnt, welches den größten Einfluss, die größte Suggestion hat. Unter dem Einfluss dieser Suggestion wählen die Menschen. Und sie denken, sie wählen auf eigenen Wunsch, in Wirklichkeit erfüllen sie nur irgendjemandes Willen. Ne? Ja. Irgendjemandes Willen. Ja, und letztendlich erfüllen sie den Willen des Papstes, den Willen des Pharaos,
der denkt, er sei Stellvertreter von Gott. Ne? Aber wir können ja den Mittelmann, also das heißt, wir können, wir werden und tun, ne? Wir schneiden den Mittelmann raus, ne? Und gehen direkt zum Vater. Völlig offensichtlich ist die Tatsache, dass, das habe ich schon gelesen, somit ist die moderne Demokratie eine Illusion der Menschenmassen. Ihr Glaube an einen irrealen Aufbau der Gemeinschaft, eine nicht reale, illusorische Welt. Alles liegt nur daran, dass es in der Natur keine Unterordnung unter die Mehrheit gibt. Die Gemeinschaft der Pflanzen, der Tiere, der Insekten kann sich ihrem Instinkt, der Bewegung der Planeten, der von der Natur eingerichteten Ordnung, dem Leittier unterordnen. Und die menschliche Gesellschaft wurde stets von einer Minderheit geleitet. Nicht die Mehrheit führte Revolutionen aus und zettelte Kriege an, sondern sie beteiligte sich an Revolutionen und Kriegen unter der zielgerichteten Suggestion der Minderheit. So war es und so ist es. Und diese Minderheit sind eben diese paar Familien. Die Demokratie ist die gefährlichste Illusion, der eine große Zahl von Menschen unterliegen. Gefährlich deshalb, weil in der demokratischen Welt tatsächlich eine oder wenige Personen mit Leichtigkeit alle demokratischen Länder leiten können. Es braucht dazu nur viel Geld, ein gutes Team von Psychologen und Polittechnologen. Und wir, die heutigen Eltern, die wir uns unter dem Einfluss von Illusionen befinden, versuchen auch noch unsere Kinder zu erziehen. Aber faktisch führen wir sie, ja, wir stoßen ihr Bewusstsein in diese illusorische Welt. Wir geben sie faktisch in die Klauen von irgendjemandem, nur nicht von Gott. Wir geben sie genau dem Entgegengesetzten. Und wer ist das? Das ist der, der die Kinder frisst. Die Welt Gottes ist nicht illusorisch. Sie ist real und wunderschön. Sie hat ihre unübertroffenen Aromen, Farben, Formen und Laute. Das Tor zu dieser Welt ist immer offen. Man kann immer hindurchgehen, wenn sich unser Bewusstsein von den verwirrenden Illusionen befreit. Dann überspringe ich eine Seite und überspringe ich noch eine Seite. Und dann beendet der Wladimir dieses Buch Band 6 mit dem Satz: Morgen fange ich an, das neue Buch zu schreiben. Jetzt werde ich es nicht mehr so verworren tun. Und das neue Buch wird von der neuen, der historischen Umkehr der Menschen der Erde zur herrlichen, göttlichen Realität handeln. Und ich würde sagen, schreiben wir doch alle unser neues Buch. So, ihr Lieben, das war's. Genau. So, also in der Beschreibung werde ich dann ein paar Links da lassen. Auch ganz interessante Links zum Thema Person-Mensch, was ich ja auch schon angesprochen hatte, was da der Unterschied ist. Ne, und wie es rechtlich so aussieht, ne, dass wir alle dem Papst unterliegen. Genau, da habe ich ein paar ganz tolle Videos, das wurde mir zugeschickt, das eine. Das ist, da geht es um den spirituellen Aspekt der Juristerei. Und das sind 9 Videos, also das kann ich nur empfehlen. Das ist sehr interessant, sehr augenöffnend, sehr informativ. Und dann hatte jemand Arne Hinkelbein erwähnt, da habe ich auch ein Video gefunden, das werde ich auch verlinken, weil es ist ja auch wichtig, dass wir erstmal das Konstrukt hier, also das muss man ja auch erstmal verstehen irgendwie, ne? denn wie Perun sagt, die Befreiung geschieht aus der Erkenntnis heraus, ja? Also die Erkenntnis, ne? Und Erkenntnis ist ja Wissen, und dann, ja, es ist wichtig, dass wir uns informieren und
wissen und erkennen und verstehen. So, gut, also ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich erhebe nochmal mein Glas auf den einen wahren Meister Magier und auf alle Mitmagier auf dieser Welt. Und ja, bis zum nächsten Mal.